Houten we de 2 maart 2021. Ik wil dich nu aan de volgende video een öffentlichen Transportmittel vorstellen, die wirklich ganz interessant ist. Das ist ein Bus, der mit Solarenergie gespeist wird, an den Hai zwischen Lapu-Lapu City und Mercador zirkuliert, clockwise, wie sie das so. Also, das ist wirklich, du wirst, dass er drüber läuft, dass er die Stadt anguckt. Der hat ein Video, den ich weiß, wie die Bannen ausgesehen. Und alle guten Sicherheitsmaßnahmen, die Sanitär, die im Moment haben, die wir alle auf Wege sehen. Dann probiere ich auch noch ein Video zu weisen, wo der Bus von außen gesehen. Und dann können wir hier ein Bild machen. Also, das sind Busse, die just mit Sonnenenergie fahren. Das muss ich sich einfach vorstellen. Also, keine teure Infrastruktur, keine Tramschienen an. Aber unnötig Sachen, das ist wirklich also ein ganz tolles Konzept. Das Beste daran, das ist, dass den Bus und sich aus, ich gucke mal, ob ich ein Quart heuer, dass den 11 Pesos kostet, egal wo ich fahre, an dem Zirkus, wo ich das. Also 11 Pesos, das sind ungefähr 20 Centim Euro, das heißt 0,2 Euro. Das ist ja mal gratis. Hier hat er noch Quart, hier weiß ich nicht, ich stehe auch da rein. Die Quart könnt ihr aufhören, wenn er rangeht, dann holt er einfach. Geht er die Quart auf, den geht dann auf einem Display, auf einem Tablet, geht das registriert. Und dann, wenn er hier noch rausgeht, dann macht er das selber schon rein. Und dann können wir erzählen, was nach unserer Quart ist, dann muss den Hai erzählen. Hier gesehen, der Hai ist ein Sturm ungefähr nach, oh, ich gebe so 50 oder 51 Pesos. Also das ist wirklich herrlich, dass ich finde, das noch am Anfang nicht gecheckt gehabt. Und auf der kommt, wenn ich den einfach reinkehre, gesagt, alle hopp, probier einfach, egal was du kennst, das ist so egal, probier just nur für mal zu gucken, wie das funktioniert. Also das ist wirklich ganz flott. Bleibt einfach dran, der kriegt noch an einem zweiten Teil, kriegt er wissen, wie ihr draußen seid. Momentan kann ich mein Video nicht assemblieren, weil mein Mac, den hast für 2011, und du hast ein Trackpad, dem ist der Saat gehen. Ich habe aber noch keine Lust mehr zu machen. Wenn ich schon in der Zwischenzeit für den Preis oder für den falschen Preis, was man mir froh für ein Trackpad zu ersetzen, und ich nur einen Laptop von Taiwan, iPhone, ich nehme. Aber ich habe den Laptop nur schon, oh, ich gebe so 3-4 Monate Gebrauch, das mit Windows 10 drauf. Und das wirklich, also, das heißt noch ein bisschen wie kompliziert, mit geht nicht einfach jetzt. Also, es muss nicht immer im Weg sein. Es kann auch in Aiwo von Taiwan sein. Aber es ist natürlich merci, dass er mal nur gelauscht hat und dass er mal nur geguckt hat. Freue mich schon auf den zweiten Teil, aber vielleicht auch noch den dritten Teil. Bleibt gesund und guckt für so viel wie möglich vom Leben zu profitieren. Es wird euch vielmals merci an einen schönen Tag. Salut!